und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dr. FIFA. Ja Leute, ich mache heute eine eigene Spielerkarriere und versuche es von der dritten Liga in die Bundesliga zu kommen und dann dort den Ballon d'Or zu gewinnen. Ja Leute, mal sehen wie viele Folgen wir brauchen. Lasst euch einen fetten Daumen nach oben da, abonniert kann diesen Kanal, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Leute, ich habe dann erstmal meinen Spieler erstellt. Ich bin als Stürmer reingegangen, weil ich dachte, mit Stürmer kann man einen besseren Ausgangslager haben für den Ballon d'Or. Und so sah dann natürlich am Ende mein Spieler aus. Richtig krass. Wir gehen natürlich zu Duisburg, weil ich will ja von der dritten Liga in die Bundesliga gehen. Und dann dort den Ballon d'Or gewinnen. Leute, wir sind jetzt hier drin. Aktivitäten. Sie machen wir ja machen mit. Also wir müssen uns jetzt hier eins auswählen und dann immer sagen allen, dass du absolut bereit bist und sie hören dann nämlich für ab sofort für das hart gearbeitet. Du bist alle verstanden, dass aber ganz Zeit mal als für Arbeit. Ich würde sagen, ich bin ein guter Teamspieler und deswegen nehmen wir das. Gibt gleich mal 20 Teamwork Points. Leute, ich habe dann ein bisschen in den Attributen und so weiter, in der Spielerentwicklung mich ein bisschen umgeschaut, was man da machen kann. Und dann kam auch schon der erste Spieltag. Ich spule mal ein bisschen vor. Jetzt sind wir hier beim Training, beim ersten Training. Ihr seht es oben links, ich bin noch Auswechselspieler. Ja, gehen wir ins Training hinein. Und fügen wir mal ein paar. Machen wir jetzt mal Ansturm ein bisschen einfacher, damit wir mal ein paar Punkte bekommen, damit wir in die Startelf kommen. Das muss man natürlich wollen. Dribbling mal. Nehmen wir noch das hier. Und dann muss ich noch sagen. Wir haben so gut. Nehmen wir noch das. Leute, ich hab's geschafft. Überragend. Let's go. Ergebnis ansehen, genau. Das gibt 6 Skillpunkte, die kann man dann gleich hier benutzen. Genau hier. Okay. Machen wir. Ich würde sagen, da ich Stürmer bin, würde ich tatsächlich was im Stürmer. Was haben wir denn? 11 Meter oder Präzision, würde ich sagen. Und so Leute, es geht los zum Spieltag. Ich werde eingewechselt. Einfach nur auch mal sehen, ob ich etwas hinbekomme und dem Verein helfen kann, damit wir aufsteigen. So, ich war da eingesetzt. Bin ich drum, spiel mal zu. Spielt her. Jawohl, ich hab den Ball. Lauf. Nein, ich krieg's hin. Ah, schade. Oh nein, kein Gegner. Oh, zum Glück. Ja, ich stehe ganz frei. Ich mach die Vorlage. Nach vorne. Ich komme. Let's go. Das ist meine erste Torvorlage. Let's go, Leute. Erste Torvorlage. Ihr habt's gesehen. Mit einem kleinen Steilpass. Ich hole mir den Ball. Und mach wieder den Ball nach vorne. Wird es die zweite Torvorlage? Es wird die zweite Torvorlage.
Leute, schaut euch diesen Pass hier an. Einmal quer durch die Mitte und dann sauber abgeschlossen vom Mitspieler. Und jetzt ab nach vorne. Komm, 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 komm. Ich laufe. Kann ich heute auch schon mein erstes Tor erzielen? Mein erstes Profitor bei Duisburg. Schuss! Oh! Und ich schieße das erste Tor. Und macht natürlich diesen Verletzungsjubel. Sehr, sehr geil. Guckt euch das krasse Tor an und dann ziehe ich hier ab. Und dann einmal quer in das Tor hinein. Zwei Vorlagen, ein Tor. Let's go. Ich hole mir wieder den Ball. Und gehe wieder alleine nach vorne. Was ist das zweite Tor? Nein, verschieß. Jawohl, ich krieg den Pass. Gib den Ball wieder nach vorne und jetzt rennt die. Und renn. Nein, abseits. Oh, die Gegner kommen. Gegner kommen. Aber wir können blocken. Ich laufe, laufe. Ich krieg den Ball nicht. Lauf trotzdem weiter. Ich bin schnell. Ich bin mit der Schnellste auf dem Spiel. Und es wird nicht der Doppelpack. Und es wird abgepfiffen, wir gewinnen das erste Spiel mit den Duisburg. Mit 3 zu 0. Leute, ich habe richtig viele Trainerwertungspunkte bekommen. Ich bin nur noch ganz knapp hinter der Startelf. Nicht mal viel fehlen. Ich gehe mal noch zur Entwicklung rein, damit ich noch ein bisschen was bekomme. So Leute, ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen was gemacht. Noch nicht überall was, aber ein bisschen was. Tolles Spiel heute. Man hat gesehen, dass es dir auf dem Rasen auch Spaß macht. Konzentriert sich weiter auf die positiven Dinge, die gerade passieren. Ich weiß, dass gerade das Interesse an dir geben wird. Ich werde mich während der Saison nach Interessen umsehen. Bleib im Moment einfach ruhig und bring Top-Leistung. Okay. Leute, wir gehen wieder ins Training. Wir sind immer noch Auswechselspieler. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen das hier. Dann nehmen wir noch das. Nächste Übung. Let's go. So Leute, wir haben es nicht so gut abgeschlossen, aber ich würde sagen, es ist erstmal sehr gut gewesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag. Und ich glaube, ich bin in der Startelf, ganz genau. Ich habe in die Startelf schon mal gesehen. So, jetzt müssen wir noch die Ziele auswählen, was wir machen wollen. Habe ich eine Spielwerte von 7,5. Ich glaube, das schaffen wir. Ball kommt zu mir. Ich trippele mich einmal durch. Aber ich schaffe nicht am Ende durchzukommen. Schade. Oh, war das die Vorlage? Nee. Doch. Nee. Oh, oh, die Gegner kommen. Die Gegner kommen. Ich gehe mal ein bisschen mit zurück. Die Gegner kommen ein bisschen fängt ab. Ja, Torwart hatten. Die Gegner kommen auf. Ja. Oh, Torwart hält. Zum Glück. Ich gehe mal noch ein bisschen mit nach vorne. Der Torwart hatten. Jetzt kommt. Und ich bekomme den Ball, Leute. Ich bekomme den Ball, laufe jetzt alleine, passt alleine zum Tor wieder. Schaff's nicht. Nachschuss. Nein. Ja, ich setze mich wieder durch. Schick aber meinen Mitspieler. Ah, schade. Aber ich habe einen guten Pass. Ich habe nur 6,5 Verwendung. Das ist nicht gut. Ja, ich will den Ball haben. Ja, ja, ja. Ich brauche den Ball. Ich muss jetzt langsam mal irgendwas machen, damit ich besser zu ihm.
Und es ist Halbzeit, Leute. 0:0 gegen USL Dunker Q. Ein Gegentor rasieren, kein Gegentor. Ach, so ein Garten in der Situation nochmal. Ja, guter Zweikampf von mir. Sehr guter Zweikampf. Und ich bekomme den Ball. Jetzt muss ich nur noch reinschieben. Pfosten rein. Klasse Tor von mir. Das ist überragend gespielt. Ich biete mich hier in der Mitte an. Ganz frei. Nehmt den Ball präzise an den Innenpfosten und rein damit. Ich gehe mit dem an die Abwehr. Ich habe wieder vor. Ich muss vor. Was machen denn meine Mitspieler? Wie sieht das? Komm, lauf, 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 lauf. Ich gehe durch die Mitte. Sehr gut. Da komme ich auch nicht weiter und mache den Pass nach innen. Aber funktioniert nicht ganz so gut. Angriff von uns. Ich komme wieder über die Mitte. Ball verloren, Ball noch da. Vorlage. Ich stehe in der Mitte. Kann aber nicht viel machen. Schade. Wir haben immer noch den Ball. Ich stehe in der Mitte frei. Ich stehe hier frei. Ah, mein Teammate macht's. Schade. Aber ich wurde noch nicht ausgewechselt bis zur 80. Minute. Das ist gut für uns. Richtig gut. Damit sieht der Trainer, dass ich ein guter Spieler bin. Ich mache die Vorlage, aber die ist nicht gut. Die ist nicht gut. Die ist nicht gut. Gute Idee, aber... aber schlecht umgesetzt. Ich stehe hier. Ah, da kriegt der Ball noch vor mir. Schade. Ich stehe hier. Ich bekomme den Ball. Und schieße das 2:0. Wir, den MSV Duisburg. Und lass mich zurecht feiern. Alle rasten sie aus. Aber das war ein schönes Tor von mir. Doppelpack. 10,0 auf Rating. Das ist überragend. Und damit Abpfiff. Wir gewinnen mit 2:0 gegen USL Dunkere Kühe oder wie heißen. Let's go. Leute, ihr seht, ich krieg ein plus 15 Trainerwertung. Ist richtig, richtig gut. Entwicklung. Sie ist alles richtig gut. Man of the Match bin ich auch, ihr seht, richtig geil. Also hier, wir bekommen einen Vertrag mit der Havre oder La Liga, aber ich würde sagen, das machen wir noch nicht. Aktivitäten. Verfügbar, was nehmen wir? Hallo, dein Mitspielklub ist hier selbst. Wir machen mal wieder Teamlock. Sehr schön. Jetzt können wir uns hier. Was können wir hier? Kaufen Pizza-Kopfhörer. Klar, das kaufen wir. Das bringt uns wieder ein paar Punkte. Hier können wir jetzt noch nichts machen. Aber wir sind auf einem richtig guten Weg, Leute, das muss ich echt machen. Und wir sind tatsächlich hier in diesem European International Cup oder wie das heißt, auf dem ersten Platz. Richtig, richtig gut. Leute, ich habe wieder ein gutes Training gemacht. Wir sind oben in der Startelf. Let's go. Wir gehen hinein in den Spieltag. Wir springen mal zum Ergebnis und schauen mal, ob wir gewinnen. Und natürlich, wir gewinnen mit 1:0. Let's go. Ein bisschen Minus, aber damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen, mussten wir ein bisschen überspringen. Hab ich aufgenommen. Start der Saison ist eine Riesenleistung. Du hast Maßstäbe gesetzt. Glückwunsch. Diese neue
ich bin ein richtig großes Talent im Gebot, aber also, wo ich hinwechseln könnte, auf das Spiel, gehen doch nicht hin. Wir bleiben hier beim Duisburg und versuchen, mit denen aufzusteigen. Dann lassen wir das Song bereiten, haben mich beeindruckt. Daher bringe ich sie am nächsten Spiel von Anfang an. Ich werde jetzt spielen, natürlich immer. Leute, ich spiele wieder von Anfang an. Leute, wir sind aufgestiegen. Level auf die 6, das gibt 3 Punkte. Jetzt gehen wir hier mal noch bei Spielerentwicklung. Bei Tempo gehen wir mal noch rein. Leute, nächster Spieltag. Also gut. Zum Ergebnis springen, was ich sagen. Let's go. Hey, immer mit der Ruhe. Ich bin nur 1-1, Leute. Schade. Lass ihn da drin liegen. Aber wir sind ja immer noch in der Stadt. Haben wenigstens einen Punkt geholt. In der Tabelle jetzt auf Platz 9. Ja Leute, mit diesem Stand würde ich jetzt sagen, beenden wir dieses Video. Lasst dafür einen fetten Daumen oben da, wenn euch dieses Format gefallen hat. Abonniert für weitere Videos für den Kanal auf dem Kanal. Es kommt Montag, Mittwoch und Samstag ein Video hier auf meinem Kanal online. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.